Jo, hi und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Runde Ticket Light LPT mit dem Niklas Hallo. und der Spielpirat. Hier, wir haben uns mal eine schöne Ecke ausgesucht, wo hier gerade die Sonne so schön aufgegangen ist. Ja, was machen wir heute? Ja, wir haben uns einiges vorgenommen. Du willst MFS und so bauen. Ich Sachen für unsere Power Armor. Und dann gucken wir, wenn noch Zeit ist, am Ende der Folge nach Dörfern uns weitersuchen. Gemeinsam. Ja, richtig. Das war, glaube ich, Der der Plan gewesen. Folge, ja. Der Aufnahme. Okay. ich muss mal gerade gucken. Ich habe jetzt hier gerade mal den Shader reingemacht. Aber aus Ich irgendeinem nicht. Grund hat der Shader bei mir im Low-Bereich auch schon extrem Probleme gemacht. Ich weiß gerade nicht, warum. Ich muss den mal leider jetzt gerade deaktivieren. Schade. Aber wenigstens war der Anfang vom Video cool, oder? So, Ja. okay. Dann lassen wir es mal gerade ohne laden. Weil lieber lagfrei und dafür ohne Shader, obwohl der Shader so geil aussieht. Na, ich will den behalten. Aber egal. Gut, also wir haben jetzt hier Kupfer gemacht und so weiter und so fort. Also, was wolltest du jetzt nochmal genau anfangen? Ich fange jetzt mit den Upgrades für die Power Armor an. Ja. Ja. Upgrades für die Power Armor. Ja. Okay, Zebu, und was soll ich machen? MFSU. Eine Für Stromversorgung. MFSU. Ja, also die höchste, die es gibt. Die höchste Stromversorgung. Wir hatten schon eine MFE gebaut, ne? Ja, die ist hinten beim Reaktor. Aber ich glaube, die ist doch hochgegangen, oder? War da nicht Ja, aber irgendwas? ich habe doch eine neue gebaut gehabt eigentlich. Ja, doch. Ja, doch, doch, doch. Ich muss mal gerade gucken, müsste ich da hier eingeben können. MFE. Nee, schon mal, dass die nicht dabei ist, ist schon mal hervorragend. Habe ich die hier irgendwo? Ich habe doch eine neue gebaut, ich bin doch nicht bescheuert. Oder? Meines Erachtens habe ich eine neue MFE gebaut. Und du? Hör einfach mal auf. Übrigens haben wir einen Tipp gekriegt damals. Muss mal gerade gucken, bin ich hier eigentlich noch im. Ei, mich nervt das so mit dem blöden Cheat-Modus immer mal. Weil ich gerade vorhin noch eine lokale Welt aufgenommen hatte, weißt du? Also ein Lokal bei mir da was gemacht habe. Zum Testen. Und wenn du nicht auf den Server gehst, dann bist du auch immer noch im Cheat-Modus automatisch. Das nervt mich total. Bringt dich auf den Senkel. Gut, okay. Rotary Messer, das war der normale gewesen, genau. Aber wo ist jetzt nochmal die MFE? Wir hatten der MFE gebaut. Ich. Das sollten meine alles nur Bedboxen. Und ich hab doch. Das ist ja auch mein Inventar hier. Sehe ich hier. Ich sehe. Ich. Hä? Ich hab doch eine MFE gehabt. Oh. Oder war die wirklich schon draußen? Weiß es nicht. Dass deswegen auch draußen alles läuft? Also die Quarry nicht laufen, wenn wir keine MFE hätten, oder? Gehe ich von aus. Naja, gut, okay. Na, ist ja doch. Okay. Die MFE ist da. Gut, was machen wir denn jetzt? Soll ich nochmal eine MFE und dann eine MFSU bauen? Warte mal, ich guck mal gerade, ob hier noch irgendwas ist. Ich höre hier irgendein Skelett. Ernsthaft? Was? Jetzt weiß ich, wo das Geräusch herkommt. Wir haben hier irgendwie über dem Reaktor so einen Zwischenraum, oder? Nee. War der hinter mir gewesen? Bin ich bescheuert? Okay, wie sieht's mit dem Reaktor aus? Oh, unsere Uraniumzellen sind im Arsch. Ja. Ja. Also so ziemlich. Ich kann da mal zwei einzelne reinpacken, so irgendwie. Schadet ja nicht. Okay. Ah, die läuft vielleicht noch ein bisschen, aber. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle sind. Dual-Uraniumzellen. Was steht denn nochmal da, wenn die alle sind? Achso, dann ist es diese deleted, ne? Genau. Also ein bisschen Strom macht er wohl irgendwie noch. Aber das ist jetzt alles nicht mehr viel. Ah, okay, na gut, dann packe ich die erstmal noch zurück. Aber ja, wir brauchen auf jeden Fall neue Uraniumzellen. Ey, so ohne Treppen geht mir das richtig auf den Senkel hier. Müssen wir auf jeden Fall nochmal machen hier beim Reaktor. So, Niklas ist gerade ein bisschen konzentriert. Okay. Wie weit ist denn jetzt die Quarry eigentlich gekommen schon? Auf welcher Höhe?
Ah ja, okay. Ist ja der Wahnsinn. Die schon auf Höhe 53. Das wird noch jede Menge Mist geben. Und dann müssen wir echt gucken, dass wir mit dem Lager vorankommen, ne? Nicht Ja. wahr? Ja. Niklas ist heute dafür da, dass er ab und zu mal ja. Richtig. Vielleicht sogar mal falsch sagt, wenn er richtig zuhört. Und das war's auch schon. Guck mal, hier liegen Items. Das ist nicht meine. Wie kommen die denn da hin? Weiß ich nicht. Ich Ja, habe sie da natürlich gerade schwierig. hingeworfen, aber ansonsten Hä? weiß ich es auch nicht. Okay. Ein bisschen laggy ist es trotzdem hier. Ich guck gerade mal, wie die Kisten. Die Kisten sind relativ voll, die wir hier haben. Ich befürchte, dass wir die auch. Ach du Scheiße. Kann es sein, dass ich letztes Mal dabei war, irgendwie den Raum hier hinten zu erweitern, um neue Kisten aufzubauen? Kann sogar sein, ja. Oh Leute, das wird jetzt fail. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine neue Diamantenaxt vielleicht. Die hat eine Verzauberung gehabt, ne? Ach, ist aber auch doof. Diamanten. Gut. Gut. Diamanten haben wir nicht mehr. Gold haben wir auch nicht mehr viel. Ist alles Hast nicht du gerade so eventuell meinen optimal. Omni-Wrench? Warum sollte ich denn deinen haben? Ja, also ich finde meinen gerade nicht. Ich habe nur einen einzigen. Reich ihn kurz. Na klar. Wo bist denn Ich bin unten. du? Du unten Danke. gewesen wärst. Bitte, gar kein Problem. Iron wollte ich eingeben eigentlich. 210. Puh, huhuhu. Okay, komm, dann brennen wir auf jeden Fall hier. Nochmal 40 Stück. Und dann nehme ich hier auch nochmal 40 raus. Okay. Ja, wir müssen echt gucken. Irgendwie ist das alles gerade ein bisschen suboptimal hier. Die ganzen. Ey, hast du jetzt mein Eisen aufgesammelt? Tut mir leid. Und hier ist ein Mensch. Das ist so geil, oder? Da stellt man sich dahin direkt, um das einzusammeln. Und du klaust es mir direkt vor der Nase weg. Wo wollte ich ihn hin? Da wollte ich ihn. Du bist jetzt ja an der Kiste dran, ja? Ja. Okay. Ja, der Pirat wird wieder vertrieben. Kann man nicht ändern. Wir brauchen, ich brauche, deshalb gehe ich hier ran. Pass mal auf, steh mal nicht direkt davor. Wobei, zur Seite gehen ist auch immer schwierig. Ein Minimum Stone. Genau, was ich vorhin noch mal sagen wollte. Wir hatten, glaube ich, mal irgendwie einen Kommentar auch bekommen, wie wir schon länger her, wie wir das mit der automatischen Goldumwandlung da irgendwie machen, dass wir Minion Stone in seiner Kiste daneben irgendwie hinstellen würden. Aber meines Erachtens gibt es doch immer noch das Problem, dass er eine andere ID hat. Und man hier zum Beispiel sieht die 1055 am Ende. Ja, da habe ich jetzt auch noch keine Lösung so richtig dafür. Und ich Man bin merkt, gerade auch wie nur. abgelenkt er ist. Ja, das ist halt gerade leicht kompliziert. Deshalb weiß ich auch gerade nicht, warum ich in meinem Haus in eine Kiste reingucke. Weil ich eigentlich zum Inka-Table in der Monsterfall gehen wollte. Okay. Okay. Iron, ich brauche noch Iron. Ich habe kein Iron mehr. Kacke. Oh Mann, das ist total doof hier. Echt mal. Nervt mich gerade total. Willst du Und jetzt ich hier irgendwie. habe mich gerade dazu entschlossen, dass ich jetzt erstmal nur Stromversorgung für unsere Dinger mache. Ja. Und das Jetpack den Rest dann über die Zeit mache. Damit wir vielleicht dann heute sogar noch losgehen können, denn den Rest jetzt zu machen, bringt nichts. Warum nicht? Das ist einfach zu viel, was ich jetzt auf einmal machen müsste. Hm, verstehe. Naja, gut, müssen wir mal gucken. Wollen wir nochmal sehen. Ich werde jetzt mir auf jeden Fall gerade nochmal eine Diamantenspitzhacke hier machen. Ich Oh will eine haben. Gott, was braucht man dafür? So, ich könnte jetzt auch ein anderes Erz nehmen, aber ich will die haben. Ich war jetzt einfach. Ich wollte es jetzt haben. Total unnötig wollte ich es haben. So, ich mache auf jeden Fall jetzt hier gerade nochmal. Genau.
Tak-t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 ak. Hier die Verbindung. So. Ja, ist natürlich jetzt immer wieder so ein blöder, verkappter Aufwand, diese Verbindung hier herzustellen. Mit den. Und vor allem, wir brauchen auch die ganzen Pipe-Systeme wieder. Boah. Alles wieder so arschteuer, aber egal. Hilft nichts. Wer aber keine anderen Kisten momentan haben. Und das ist halt immer so. Nicht wahr? Mhm. Ja, guck mal, er ist ja gerade am Arbeiten. Wir sind immer ja, wie gesagt, nur auf der Suche nach einem neuen Let's Play-Partner für uns. Ja, ich habe da auch jetzt schon doch ordentlich Bewerbung gekriegt, wenn ihr jetzt noch nicht sofort eine Antwort von mir bekommen habt. Was auch sehr häufig der Fall ist. Und das heißt nicht, dass ich kein Interesse habe, sondern dass ich einfach momentan sammle. Und dass ich einfach selbst abschätze, abwäge und gucke erstmal für mich. Ich kann ja nicht mit jedem hier gerade erstmal von vornherein irgendwie ein 10 Minuten Skype-Gespräch führen oder weiß der Geil was, es funktioniert nicht. Ja, so viel Zeit ist denn doch leider nicht verfügbar. Wir wollen zwar die Zeit nehmen, aber alles in Grenzen irgendwie. Und ja, auf jeden Fall, wenn ihr wollt, ihr könnt euch immer noch weiterhin fleißig da irgendwie bewerben. Vielleicht ist es auch schon einer, der heute sich schon beworben hat, das werden wir sehen. Auf jeden Fall, es muss unterhaltsam sein. Nicht wahr? So momentan sind wir gerade so in der Sparmaßnahme. Ist natürlich aber auch doof, wenn jetzt gerade Niklas hier extrem damit beschäftigt ist, die. Wie heißt es noch gleich? Toll. Power Armor? Die Power Armor zu erstellen. Ja, es ist natürlich nicht ohne. Könntest du eventuell da nochmal wegtreten? Ja, ich habe mir gerade auch was gekostet, aber kein Ding. Okay. Ach Gott, ey, das ist so aufwendig. Ja, aber es lohnt sich irgendwie, ne? Was kommt jetzt für dich? Für mich kommt das. Das. Was war das? Iron Dust. Nichts Besonderes. Okay. Ist ja kein Problem. Warum? Weil man das braucht. Und ganz einfach. War gerade im Macerator drin gewesen, als reingucken kann. Und auch im Brenner. Logistik-Pipes, was haben wir denn dann noch? Brauchen die Basics? Ach du Scheiße. Okay. Brauchen die Provider. Die müssten wir die Chassis auch mal irgendwann machen. Das geht gar nicht, aber... Nein. Ja, keine Ahnung, was wir machen sollten. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Aber um die Rohstoffe zu kommen, müssen wir eben gucken. Ja, notfalls müssen wir ein paar Steine... Also ich kann jetzt das Lager ja nicht Ewigkeiten erweitern mit den ganzen Pipes, wenn wir nicht an die Rohstoffe kommen. Die Frage ist, ob wir nicht auch vielleicht nochmal irgendwann zusammen... Warte, du hast hier was noch. Ich hab noch was. Ja, hier. Okay. Da war noch was für dich. Liegt es jetzt bei dir, ja? Naja, definiere liegen. Was war's? Sorry, ich bin gerade ein bisschen hier am... auf den Boden gucken irgendwie. Ups. Zack, 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 zack. So, sind die jetzt schon mal verteilt. Kann es sein, dass du eventuell noch Iron Dust von mir hast? Wie viel? Zwei. Zwei Iron Dust? Ja. Ich habe 17 Iron Dust. Ja, warte, ich habe auch welche. Ich habe jetzt genug. Hast du genug, ja? Wo ist denn das, was da? Ach, das hier? Wow. Wow. Ist egal, was das Abbau war. Ist ja egal. Okay. Ja, müssen wir mal gucken. So, Pipes, 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 Pipes. Dann müssen da unten... Es ist ja überall diese Basic-Geschichte. Das ist echt nervig gerade. Welche haben wir denn da jetzt? Das war die Basic gewesen. Und das ist die Provider. So, dann gucken wir einfach mal. Provider. Basics. Hier wenigstens mal einen normalen. Der geht hoch. Dann brauchen wir hier eine Provider. Und wieder eine Koppel. Und wieder eine Provider. Gut, und dann brauchen wir hier eigentlich Licht. Die Basic.